SV gegen den FC Mecklenburg-Schwerin, Spiel endete 2:2, Halbzeitstand 1:2. Neben mir am Platz genommen die Trainer. Rechts neben mir Christopher Stoll, links neben mir Enrico Neitzel. Wenn ich das für gute Gastgeber gehört, bitte ich zuerst unseren Gästetrainer Enrico ein kurzes Statement zum Spiel. Enrico, bitte. Erstmal vielen Dank, dass wir hier wieder so herzlich aufgenommen worden sind. Also dafür nochmal ein Dankeschön. Erstmal muss ich sagen, finde ich sehr, sehr schade, dass zwei Mannschaften aus Mecklenburg da unten wirklich gegeneinander kämpfen müssen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Wenn man das Spiel analysiert, glaube ich, nach so kurzer Zeit, muss man einfach sagen, es war kein gutes Oberligaspiel. Und ich denke, das Unentschieden geht auch, denke ich, in Ordnung über diese 90 Minuten. Und ja, leider haben wir es nicht geschafft, nach der frühen Führung dort Sicherheit zu gewinnen, sondern im Gegenteil, wir machen einen Riesenfehler und bringen Maicho so schnell wieder zurück ins Spiel. Schade, aber ja, dann war Maicho auch ein bisschen mehr am Drücker, hatten auch noch ein, zwei Chancen. Und dann kommen wir besser ins Spiel, machen durch den Standard, glaube ich, 1:2. Aber zweite Halbzeit, würde ich sagen, war es offensiv sehr schlecht von uns ausgespielt. Wir hatten viele Situationen, wo wir im Konter waren und das einfach besser spielen müssen. Und Maicho ist halt über lange Bälle dann nochmal gefährlich geworden. Und, ja. Deswegen gerechtes Unentschieden. Vielen Dank. Okay, danke, Enrico. Jetzt bitte ich unseren Trainer Christopher Stoll um eine kurze Einschätzung zum Spiel. Christopher, bitte. Ja, guten Abend allerseits und vielen Dank, Enrico. Ich kann mich der Analyse auch nur anschließen. Und wie es dann immer so ist, wenn beide Teams irgendwo auch genügend Chancen vielleicht zum Sieg hätten, dann ist am Ende dann so ein Unentschieden auch irgendwo gerecht. Natürlich war es in der zweiten Hälfte für uns vielleicht, gab es etwas mehr Chancen, Vorteile und wir hatten ein bisschen mehr Überlegenheit. Aber man muss auch ehrlich sagen, dass wir heute nicht in der Lage waren, es nicht verstanden haben, wirklich auch mal im letzten Drittel des Feldes irgendwie, sagen wir mal, Fußball anzubieten. Es ist natürlich ein klares Derby, ist irgendwo nur ein Fight um den Klassenerhalt, aber trotzdem sind wir schon in der Lage, irgendwo auch etwas besseren Fußball anzubieten und gerade im letzten Drittel dann auch einfach besser die Sachen herauszuspielen. In der ersten Hälfte gab es irgendwie so gefühlt für uns immer so die letzte Situation hat gefehlt, Christopher Rodriguez ab und zu auf außen, wo er dann einfach mit ganz kleinen Situationen nicht durchkam, vorne Tobias oder auch Dieter. Oder der letzte Pass gefehlt hat und in der zweiten Hälfte haben wir es dann einfach gar nicht mehr probiert. Da haben wir es dann nur mit langen Bällen, wie Enrico auch schon sagte, probiert. Und trotzdem gab es daraus zwei, drei klare Sachen. Und leider hat unser Ruhlgart, der im Moment ein bisschen Pech am Fuß, der Tobias Tege. Das zieht sich gerade noch so durch. Schön, dass Torwart ihn den Elfmeter da noch gegeben hat. Vielleicht befreit es ihm so etwas. Aber wir arbeiten am Training dran, automatisieren immer wieder und hoffen, dass er so schnell wie möglich in die Spur zurückfindet. In meiner Vergangenheit, wo ich hier war, Tobias, also hat er heute drei gemacht. Das glaube ich, kennt ihn jeder. Und, aber so ist das und trotzdem muss ich Schwerin noch ein Kompliment machen, was sie da entwickelt haben in der Winterpause, was sie offensiv anbieten. Ja, mit einem schnellen, quirligen Leuten. Hinten stehen sie recht sicher und versuchen dann vorne durch ein präzises Offensivspiel dann auch quirlig, schnell irgendwo Zweikampf auch präsent dann zum Torerfolg zu kommen. Und sie haben eine sehr, sehr gute Rückrunde bisher gespielt, das wussten wir. Und auch wenn das vielleicht nicht das ansehnlichste Spiel war, so war es ein richtig schöner Fight auf MV-Ebene. Und ich hoffe einfach nur, dass wir beide dann auch beide Teams in der Liga bleiben. Vielen Dank. Jawohl. Anfragen seitens der Medienvertreter oder der Presse. Ich sehe Herrn Wegner vom Nordkurier. Keine Fragen. Gibt es aus dem Publikum eine Frage? Das ist nicht der Fall. Ich würde ja gerne noch Das ist nicht der Fall. Wir wünschen unseren Gästen eine angenehme Einfahrt und Ihnen einen schönen Restabend.